tollen Wetter hier draußen am Elbufer. Ja, wundervoll, Ski. Ja. Ich dachte mal, ich gehe hier raus in die Landschaft, ans Schleinufer, so nennt man das hier in Magdeburg, ans Elbufer. Ja, bei diesem wunderschönen Wetter, nee, seien wir mal ehrlich, bei diesem Shitwetter hier, kommt hier keiner her, da spaziert auch hier keiner durchs Elbufer. Das ist auch irgendwie in gewisser Weise so. Schaut es euch an, hier ist zumindest fast menschenleer. Auch wenn das Ganze hier ein bisschen trostlos aussieht bei diesem Wetter, naja, bin ich wenigstens alleine. Ich hoffe, man kann mich ein bisschen verstehen bei dem Straßenlärm, der hier doch ein wenig ist. Ich schwatze heute ein bisschen durch den Elbpark hier. Naja, Park ist es nicht, aber durch die Elblandschaften. Hier im Hintergrund haben wir zumindest teilweise ein wenig alte, verlassene Baracken und auch den Dom und die Skyline von Magdeburg. Heute wollte ich euch vor allem mal sagen, wieso es mit der Sommertour 2019, also wieso es jetzt mit der Sommertour zu Ende geht und es 2019 in diesem Jahr keine Sommertour geben wird. Ich versuche dabei ein bisschen unprofessionell zu vloggen und ja, hoffe, dass mir nicht zu viele Leute in den Weg kommen. Ja, und dass ihr vielleicht noch ein paar hübsche Bilder hier im Hintergrund zu sehen bekommt. Ich werde vielleicht auch mal so rumfilmen, damit ihr mal ein bisschen mehr als meine Hackfresse hier zu sehen bekommt. Ich laufe hier gerade von dieser Brücke. Ich weiß nicht, wie die heißt. So, Sternbrücke, das ist die dort. Die. Und dazwischen ist hier ein sehr schöner Landstrich an der Elbe. Das sieht bei gutem Wetter deutlich schöner aus. Da kann man auch viel toller langlaufen. Und da haben wir einen Turm, fragt mich nicht, wie der heißt. Wir haben bestimmt alle Namen. Hier hinten ist der Rote Hornpark, wenn ich mich nicht komplett irre. Und da ist die Skyline. Viel schöner, die man jetzt hier ein bisschen weniger sieht, aber nachher von der Sternbrücke, wie ich dann dort angekommen bin, sieht man es dann schon viel besser. Ja, kommen wir mal zum Punkt der Sache. Sommertour. Nun ist es jetzt Winter oder ja, ist noch Winter. Es ist Januar. Das ist durchaus noch Winter. Auch wenn man es hier nicht unbedingt sieht. Hier ja Schnee und Eis und Kälte, was man so mit Winter verbindet. Na, kalt ist es nicht, es ist verdammt warm. Dafür, dass es Winter sein soll. Und ja, die Sommertour findet traditionell im Sommer statt. Ach was. Und was wollte ich sagen? Ja, die Sommertour findet dieses Jahr nicht statt. Vor allem aus dem Grund, dass ich es zeitlich nicht mehr schaffe, im Sommer zu verreisen. Das ist der schlichte und einfache Grund. Und deshalb. Ja, man hat es auch schon 2018 ein bisschen gesehen, in der Sommertour 2018 wurde es schon ein bisschen deutlicher. Na gut, 2018 war wirklich gut, also die Sommertour 2018 war spitze. Ich war in Rom unterwegs, ich war in Tschechien, wo war ich noch?
Berlin hat man ein wundervolles Video, also die Sommertour 2018 mit den wenigen Videos, die es hatte, war doch wundervoll. Und ja, 2019 wird es einfach nicht mehr klappen, aus dem Grund, weil ich eine zeitfüllende Ausbildung jetzt habe, da auch schulisch ein bisschen was tun muss und ja, mein Hobby jetzt auch nicht Let's Play mäßig und so weiter auch ziemlich viel Zeit verbraucht, wird das, ja, kurz gesagt, 2019 aus privaten und aus, ja, auch aus YouTube-Gründen einfach nicht machbar. Wenn man, also wenn 2018 nicht die Sache mit Rom und mit Tschechien und so weiter, wenn ich da nicht mitgenommen worden wäre, wäre die Sommertour 2018 auch flach gelegt worden. Also die hätte nicht stattgefunden. Ganz einfach, weil ich mir auch das Reisegeld, also die Tickets für die Bahn, also einfach von meinem auszubildenden Geld, ich verdiene mit YouTube noch nichts, dass mir das auch einfach nicht leisten könnte. Früher bin ich mit dem Schülerferien-Ticket, das dürfte Leuten, die schon länger auf meinem Kanal sind, bekannt sein, bin ich mit dem Schülerferien-Ticket durchs Land gefahren. Das war recht günstig und das wurde auch noch von meinen Eltern oder Großeltern gesponsert. Und jetzt, ja, ich sag's mal so, das Geld ist nicht mehr da und 6 Fahrten oder 5, 6, 7 Fahrten in verschiedene Städte im Sommer, ja, wäre ein bisschen preisintensiv. Hallöchen, ein Autofahrer, der mich beim Vloggen sieht. Jetzt habe ich hier einiges um den heißen Brei herumgelabert. Ja, also ich hoffe, es ist euch einigermaßen klar, was ich sagen wollte. Ja, aus zeitlichen und finanziellen Gründen auch die Sommertour im kommenden Jahr nicht mehr verwirklichbar. Tut mir leid, war auch eine sehr schöne Zeit, also war wundervoll die Sommertour 2016, 2017 und natürlich auch 2018. Wir sind in so viele verschiedene Städte gefahren, also wir haben allein 2018 waren wir sogar noch oben. Das muss man sich mal vorstellen, hier in einem Sommertour-Video. Wittenberg haben wir gesehen, Lutherstadt Wittenberg, in Thale waren wir, Sangerhausen ist jetzt nicht so eine große Stadt, Berlin waren wir mehrmals, Magdeburg hier auch mehrmals, da habe ich Videos gebracht. Ja, wo waren wir noch? Wundervolle Städte und ja, großartige Momente, die Sommertour auch zu etwas gemacht haben, was ich auf meinem Kanal nicht missen will und ja. Schönere Videos als die hier, also in besseren, bei besserem Wetter und in schöneren Landschaften und schöneren sehenswerteren Orten. Nicht, dass hier der Rote Hornpark und die Elbe und so weiter nicht sehenswert wären. Also hier bei schönem Wetter mal hinkommen, da sieht man mal so einiges. Also das sieht so wundervoll. Also da hier auch mal durch den Rotronenpark zu spazieren, also das kann ich jedem mal empfehlen. Hier verirrt man sich als Tourist ein bisschen weniger hin. Das ist der große Nachteil von Magdeburg.
Muss mal hier meine Mütze zurecht zuppeln. Die ist mir ein bisschen zu groß. Die fällt mir hier manchmal in die Augen. Ja. Hier haben wir noch mal hinter mir einen Rotohornpark. Da ist auch gleich die Sternbrücke. Da kann ich hier gleich mal im Dämmerlicht drauf gehen und mal ein bisschen weiter erzählen. Ich meine, die Skyline zeigen vor allem. Hier sieht man es schon ein bisschen im Hintergrund. Die Skyline von Magdeburg. Magdeburg hat ein großes Problem, wollte ich gerade schon sagen, dass der Hauptbahnhof ziemlich eingekesselt ist vom City-Karree vor allem und von anderen Sachen. Halt. Da ist ein großes Gebäudekomplex drumherum und da kommt man nicht so einfach als Tourist durch. Wenn man aus dem Hauptbahnhof rauskommt, aus der Haupteingangshalle, dann ist man erstmal gefangen, auch durch die große Baustelle hier in Magdeburg hat große Baustellen und ja, da muss man erstmal vorbeikommen, bis man ins Einkaufszentrum und zu den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt überhaupt kommt. Am Tage und bei Sonnenlicht im Sommer mal wirklich, also als Sommertourziel, sollte man das wirklich mal. Hier sieht man schon die Skyline, ein bisschen die abendliche Skyline. Sollte man das nicht auslassen. Also wenn man denn mal aus diesem Bahnhofskessel rauskommt und durch die Baustellen sich durchdringelt zum Zentrum. Ich habe euch in den 3 Jahren, also in den 3 Jahren Sommertour 2016, 2017 und 2018 einiges von, na 2018 nichts, aber ich habe euch einiges von Magdeburg auch gezeigt in der Sommertour. Der Elbauenpark, da waren wir mal 2017. Das Zentrum habe ich, glaube ich, 2016 ein bisschen gezeigt. Jetzt sehen wir hier zwar ein bisschen verregnet und ein bisschen düster und dunkel, aber auch schön, das Elbufer. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Kann man mal vorbeischauen. Ist nicht schlecht. Man muss nur ein bisschen sich durchdringen durch die ganze Baustellen, Rummerei am Magdeburger Bahnhof. Da haben wir die Skyline, schöne Aussicht. Magdeburg am Abend, in der Nacht. Es ist erst 17 Uhr, aber es ist schon wahnsinnig dunkel. Da sind wir lang gelaufen. Ja, großartig. Sieht doch alles nicht ganz so scheiße aus. Ein bisschen gelb. Sie wird von einer Lampe ziemlich gelb angeleuchtet. Aber ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß in der Sommertour 2016, 2017 und auch 2018. Und man sieht sich trotz Ausfall der Sommertour 2019 in einem anderen Projekt, in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sollte euch dieses Video gefallen haben, sollte das der Fall gewesen sein, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit den Zwergen fast verpassen wollt. Ich bin auch hier ein bisschen gelb, aber ja. Hallöchen. Haut da rein. Habt einen angenehmen, fröstlichen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.